So Friends, welcome back zu einem weiteren Video Resident Evil 4 Remake. Willkommen im Trümmerbruch Edition Air Max. Hier unten wird es jetzt gleich wieder gottlos werden. Huch. Perfekt, wenn man vorher einen Revolver ausgerüstet hat, ne? Weil den braucht man ja nicht. French wie immer. Richtig. Der hat einen Essel, der Geld kackt, darum ist der so reich, größer als. Guckt mal hier, ein Fass steht rum, bestimmt weil hier keine Gegner kommen. Und hier steht noch ein Fass. Und hier oben steht noch ein Fass. Und Ashley ist eine alte Mauerschlampe. Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Die Wand hat keine Bremse. Wie schicke ich denn die jetzt in den Bagger rein? War an den Backern hier und die Kiste hier irgendwo noch? Mit Loot? Nee. Ich ahne Schlimmes. Eine Abrissbirne. Das mach ich. Wie ich schon sagte, ich ahne Schlimmes. Kein Witz. Sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Besser. Guck mal, jetzt kommen die Stricher und... Ich kümmere mich um die. Jetzt habe ich das erste Mal die echte Durchschlagskraft der Pistole gemerkt. Jetzt wollen alle so Job mit einem Rennen zu dir. Oh, Scheiße! Oh! Kommt mal hier rüber. Oh! Ich hab Kreis gedrückt, du Stück Scheiße. Fick dich! So. Ach ja, ich muss dir auffangen. Leon! Gut gefangen. Wie viele Granaten habe ich denn? Ich könnte jetzt so einen Five-Head-Move machen und einfach das, was ich gelesen habe, machen. Hier schon die Granate hinhauen.
Weil dann ist die Mauer schon mehr eingerissen und Ashley muss noch einmal dagegen klatschen. Aber wir können dann natürlich auch die Gegner hier herlocken. Gab's hier oben noch was? Nein. Warum hat er die Magnum ausgewählt? Mal bitte drinnen bleiben, wo du bist. Was war das? Also manchmal raff ich den Leon auch nicht. Genau, ja, keine Munition fallen lassen, warum auch. Boom. Und das war, weil ich die Granaten dort vorne hingeschmissen habe. Weil die Granaten oh echt jetzt? Oh, Kunde! Gib mir dein Loot, du Schwein! Ah ja, jetzt haben wir gelben Diamanten gekriegt. Hast du gerade mal das Zeug verkauft? Im Magnum-Schuss haben wir verhältst erfolgreich. Was könnte es besseres geben? Blendgranate? Hä? Hab ich jetzt eingesammelt? Ja. Der wandelnde Tote. Ach, das ist schon wieder Aufgabe. Mehr Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandelnd gesehen zu haben. Sicher, das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr Erbärmnis-Dasein beenden? Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Gebiet Inkubationsstation. Belohnung 8 Spinner.
Raus, Nier, und dir halt einmal. Kommen wir jetzt zurück zur Inkubationsstation? Ja. Komm, Olga. Wir müssen back zur Inkubationsstation und gucken, was uns dort erwartet. Zum Glück haben wir ja. Du hast willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Zum Glück haben wir ja. Ein Speicherpunkt hier. Und den Schießstand. Teddy liebt das. Ich bin zwar jetzt nicht sonderlich gut ausgerüstet, aber ich habe ja auch nichts, um ehrlich zu sein. Kapi wapi schnappi. Und ich ahne irgendwie, dass das so ein Regenerator ist. Morgen Porsche oder Ferrari Kappa. Meinst du? Siehst du, ich hab doch gesagt, ich ahne, was es ist. Aber wenn du die Tür hier abusen kannst, dann geht das eigentlich voll klar. Wenn du die Tür natürlich nicht abusen kannst, dann geht das gar nicht klar, wie man sieht. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Ich war zu schnell. Nein, Striche. Puffnette. Okay, er hat uns gecheckt. Lauf doch mal schneller, ey. Also manchmal denke ich nur so bei Leon, Kunde, was stimmt mit dir nicht? Wenn du in Krypto investiert bist, ABC, dann sicherlich morgen Krypto. Bestimmt morgen Ferrari. Scheiße.
kaufte XRP, dann morgen Lambo. Nee, morgen nicht. Ja. Gefickt, du wirst denken. Wieder ein Auftrag erfüllt. Hier sind die Cruisen, wenn wir cruisen, wenn ich wir. Ich bin weder Fan von Ferrari noch von Porsche, ich bleibe beim AMG. Oh ja. Feier ich. Wie viele Chitons haben wir denn eigentlich? Zwei. Ein Auftrag ist vom Tisch. Oh, sieh dich einer an. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Richtig, für alles andere gibt es jederzeit wieder. Eurocard oder was? So, jetzt haben wir insgesamt nur noch einen Auftrag im ganzen Spiel, ne? Dann haben wir theoretisch alle Aufträge abgearbeitet. In-game. Again, another way. Oh. So, und nun, warte mal, war hier ein Schaltbild? Ja, ja. Vor allen Dingen, ich hätte ja einfach mal meine Weste und mein Messer reparieren lassen können. Oh, warum erinnert mich mein Chat nicht daran? Bin ja nur schon rich as fuck hier. Kohle technisch. Weil ich mir nicht mehr kaufe. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Gute Arbeit, wenn ich das mal so angenehm erreiche. Immer mehr speichern, dass man die 200 Saves unter voll kriegt. Also ich sehe mich noch nicht, dass ich das Spiel auf Profi unter 2 Stunden schaffe. Unter 5 Stunden. Sehe ich mich absolut noch nicht. Vielleicht wird das das letzte Resi, was ich hier platiniere in meinem Leben. Ich schätze schon. Oder? Nee. Vielleicht werde ich auch meine Agentin. Nee, bitte. Was sagst du? Bitte, wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. So leicht. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Oder eine Granate. Einfach nur eine Granate. Und eine Granate gegen den Kopf schmeißen. Oh ja. So kommt jetzt hier oben Teddy Sir Bernstein Zimmer. Wo die Kastellanfigur ist. Wo ist denn hier der Knöpf? Achso. Braucht man gar keinen Knöpf. Hahaha. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig
die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Merke. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Ach so, nee, hier stand ja irgendwas, wenn wir wieder getrennt werden. Jetzt haben wir ein gelbes, ich würde mal ein grünes und ein rotes nehmen. Huch! Überlegene Speziesbericht, geliebter Lord Zettler. Ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagerspezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig. Sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders den, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren und dabei das Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eure Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freiem Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich alle hochrangigen Forscher der Plager initiieren haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Annabel Garcia Escudero, leitende Forscherin. Annabel, another way. Oh. Annabel. So. Geil geschissen, ey. Das stinkt so richtig räudig heute wie nach Tod. So. Teddy. Nee, falsche. Verlasst das Bernsteinlagerhaus. Ach so. Und teilt euch den Rest. Ihr kommt jetzt zu einem zerfallenen Haus ohne Tür. Alles klar. Oh, was ist das? What is this? Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Willkommen. Meine Kinder. Lecker. Ich bin Osmond Settler, die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer Sie sind. Törichte Schafe, warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Beglück dich, ich beglück dich. Stopp! Nein! Mein Kind, wehr dich nicht!
diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind. Du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib und befreie dich von Angst. Was für eine Taschenmuschi. Der wird gerickt von uns. Ich habe aber eine andere Waffe. Der Imperator von Stavos, entsetztes Gesicht, Sattler. Entsetztes Gesicht, sausen. Du Bastard. Definitiv. Jetzt nennt er schon Settler. Erst hat er gesagt, mir scheißegal, wer sie sind. Settler Boy, another way. Gibt's hier noch? Ich hab schon mal Stimmen gehört. So, jetzt kriegen wir links halt. Warten wir ganz schnell auch raus. Ob Settler oder Pippin, scheißegal, beide haben die Fähigkeit, die Macht zu nutzen. Definitiv. Sigo Botujando. Coco Jumbo, ja, ja, ja. Das Spiel hat meine Aufschreie gehört in Bezug auf Schrotflintenmuni. Oh, hier geht's immer lang. Ach, guck an. Guck mal, wer hier ist. Selber. Liebe geht raus an Teddy. Der hat den. Scheiße. Das heißt, ich muss schießen, das heißt, ich lenke die Kunden auf mich. Ne, doch nicht. Oh, Buch. Einrichtung von Verteidigungsanlagen. Wie gewünscht ist die Sanierung der Insel in vollem Gange, um Eindringlinge abzuwehren. Wurden Waffen und Verteidigungsanlagen installiert. Wenn wir fertig sind, wird die Insel eine einzige Festung sein. Wir werden uns mit diesen Mitteln nicht bis in alle Ewigkeit verteidigen können, aber bis zum Abschluss unseres Plans soll das reichen. In jedem Fall bringen wir sie uns unserem Ziel von der Weltherrschaft ein ganz Stück näher. Niemand wird unsere Macht etwas entgegenzusetzen haben. Jack Krauser. Okay. Ist die Typen immer gleich die Weltherrschaft haben wollen? Ah, Schießpulver nehmen. Genau. Oh.
Ja, sehr gut. Nice Scheiße. Ich wollte mich zur Selfie anschleichen, aber so geht's auch. Ach ja, MP-Munition, wie viel ich davon schon verkauft habe. Naja, wenigstens haben wir wieder etwas Muni. Akte zum Fall. Geschwärzt oder in dem Fall geweißt. Operation Javier. Selbst unter den obersten Mitgliedern der US-Regierung haben nur wenige je von diesem Namen gehört, und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Operation wurde nicht öffentlich gemacht. Sie wurde durchgeführt und dann begraben. Der Grund, sie war unmenschlich. Alles begann 2002, als eine kleine Einheit von US-Spezialkräften nach Südamerika entsandt wurde, um dort ein Gebiet zu infiltrieren. Ihre Mission war es, die Drogenkartelle zu zerschlagen. Es dauerte mehrere Jahre, die Operation vorzubereiten, und nur besonders befähigte Soldaten wurden dafür auserwählt. Ich weiß nicht, ob die Mission ein Erfolg war oder nicht, aber ich weiß, welches Schicksal diese besonderen befähigten Soldaten an ihrem Ende erleiden mussten. Offenbar wurde bis auf den befehlshabenden Offizier Major Krauser der gesamte, Akte zum Fall Krauser, die gesamte Einheit ausgelöscht, und nicht durch die Kartelle, sondern die USA. Es wäre sicher kein Problem gewesen, eine einzelne gestrandete Einheit zu bergen. Einen einzigen Helikopter hätte ausgereicht, aber aus irgendeinem Grund reagiert das Militär nicht. Gerüchten zufolge war diese Entscheidung die Folge eines Machtkampfes in den obersten Reihen. Andere sagen, der damalige Präsident selbst habe eine entsprechende Anordnung gegeben. Aber wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, denn die ganze Angelegenheit wurde vertuscht. Einer Sache bin ich mir sicher, die US-Regierung hat diese Leute sterben lassen. Mutige junge Menschen, die ihr Leben in ihrem Land verschrieben hatten. Ich will dieses Verbrechen ans Licht bringen. Nicht, weil es meine Verantwortung als Journalist ist, sondern weil es meine Pflicht als Amerikaner ist. Fußnote. Beim obigen handelt es sich um ein vom amerikanischen Journalisten namens verfasstes Manuskript bezüglich Operation Javier. Fußnote 2. Dieser Artikel wird nie veröffentlicht werden, und den Journalisten wurde sich bereits gekümmert. Ah ja. Gamizi. Oh, die ist Gamizi. Foto, Leon, ich warte. Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet. Nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor 2 Jahren war. Ah ja. Ashley Graham sind für Phase 1 Abfahrt mit der Zielperson vom Campus. Zielperson wie gewohnt bis zu Beginn der Phase 2 eskortiert. Im Fahrzeug sollte nebst Baker 3 weitere Personen sitzen. Baker? Abels Einheit fährt in einem separaten Fahrzeug hinterher. Fahrt die übliche Route. Phase 2. Problem mit dem Motor vertäuschen und das Fahrzeug stoppen. Zielperson zu Abels Wagen führen. Phase 3. Abels Einheit weicht von der üblichen Route ab. Zielperson betäuben und fesseln. Zielperson in einen Container einschließen. Phase 4. Bakers Einheit sorgt für Ablenkung. Henrys Einheit hackt die Datenbank der Ermittlungsbehörde und legt ihr Netzwerk an. Phase 5.
treffen bei Punkt K9 und Transfer der Fracht auf das Schiff. Oh ja, erste Hilfespende haben wir doch dankend entgegen. Haben wir jetzt alles hier gelootet? Ja. Ah ja, wollte ich sagen. Warum tust du dir nicht was Gutes? Oh, nur das Beste vom Besten. Ruinen, ah ja. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware. Also, ich weiß, dass wir gute Arbeit, jetzt gegen Jack Krauser kämpfen werden. Komm jederzeit wieder. Das heißt, wir werden jetzt speichern. Ich werde nochmal pissen gehen. Und ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Video ein beim Bossfight gegen Krauser. Weil das Video geht ja auch schon wieder gottlose 36, 37 Minuten. Und ja. Ihr im Stream holt euch was zu trinken, was zu knabbern und dann gehen wir in den Trümmerbruch auf Veteranen, First Run gegen Jack Krauser. Danke für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, ein Abo auf meinem Kanal schon dagelassen haben, sind wieder neue Leute dazugekommen. Danke dafür, Peace, euer Amex.